Okay, dann möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen zu dieser Coffee Lecture mit dem Titel Wenn der Storch die Kinder bringt, Statistik als Zugang zum wissenschaftlichen Denken. Mein Name ist Sebastian Busse, ich bin Lehrkraft am Zentrum für fremdsprachliche und berufsfeldorientierte Kompetenzen, kurz ZFBK, und bin da zuständig für den Bereich Schlüsselkompetenzen, genauer für die Bereiche Daten- und Medienkompetenz. Und ich gebe dort zum Beispiel Kurse in der wissenschaftlichen Datenanalyse mit Excel und SPSS. Also kurz, ich mache da Lehre mit Statistik. Und darüber hinaus biete ich auch noch eine Statistikberatung an. Und im Rahmen dieser Kurse und dieser Beratung werde ich immer wieder mit wissenschaftlichen Datenanalysen auch konfrontiert, zum Beispiel mit Bachelorarbeiten, die dort geschrieben werden. Und ich merke dann ab und zu, dass die Datenanalyse von den wissenschaftlich erhobenen Daten oftmals eher so ein Nachgedanke ist. Das heißt, irgendwann im Laufe des Ergebnisteils, den man dann mal schreiben muss, merkt man, ah, da gibt es noch diese Kenngrößen und diese Messverfahren, die ich irgendwie anwenden sollte, weil die ganzen Publikationen, die ich ja auch zitiere in meiner Arbeit, machen das ja auch. Ich habe das mal beispielhaft hier dargestellt, also so ein Ergebnisteil aus einer wissenschaftlichen Publikation. Da gibt es dann hier diese Kenngrößen, da gibt es diese Ns und diese Ps und OR und CI und DF, also diese ganzen Abkürzungen für bestimmte Werte, die da irgendwie berichtet werden. Das gehört in so einer wissenschaftlichen Arbeit mit dazu. Das sollte ich ja auch irgendwie machen. Und wenn ich das dann mitbekomme, dann frage ich mich immer so ein bisschen, was dann doch so für ein Bild von Statistik dann vorherrscht. Ist denn Statistik in dem Fall eher nur so eine Sammlung von so verschiedenen Kenngrößen und Testverfahren, die man am Ende der wissenschaftlichen Arbeit oder mittendrin eben nochmal durchführt, damit das schön aussieht, gemeint ist hier, damit es wissenschaftlich aussieht. Und ich denke, da können wir uns alle einig sein, so wie ich es gerade schon formuliere, das ist natürlich nicht die Aufgabe von Statistik. Da würde ich ganz klar sagen, nein, das ist viel zu kurz gegriffen. Und ich fände es in dem Zusammenhang viel schöner, wenn man sich die Frage eher stellen würde, wenn man zum ersten Mal mit diesen Kenngrößen konfrontiert wird, warum werden die überhaupt angegeben? Was ist ein Sinn und Zweck von so einem P-Wert oder von so einem D-Wert und so weiter? Und ganz allgemein gesagt geht es darum, dass Strukturen und Zusammenhänge im Datensatz sichtbar gemacht werden sollen. Das heißt, verschiedene Kenngrößen haben ja verschiedene Aufgaben und dafür werden letztendlich verwendet. Und diese Frage, die ich hier gestellt habe, sollte man sich am besten nicht nur einmal stellen, wenn man zum ersten Mal damit konfrontiert wird, sondern im besten Fall auch im Laufe der eigenen wissenschaftlichen Karriere immer wieder, weil diese Analysen, statistischen Analysen, sind eben nicht trivial und da muss man sich immer wieder neu orientieren, abhängig vom Datensatz, welche Kenngröße denn eigentlich wann genutzt werden sollte. Und wenn man sich mal so in den verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen, in den Fachgebieten umschaut, dann merkt man manchmal, dass auch selbst langjährige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen manchmal gar nicht so exakt diese Kenngrößen einsetzen, wie man sie vielleicht einsetzen sollte. Und das ist nicht nur meine persönliche Meinung, das ist auch eine Meinung, die durchaus in der Öffentlichkeit schon diskutiert wurde. Das ist so ein Artikel von dem Magazin Vox aus dem Jahr 2016 und die haben hier ein bisschen reißerisch getitelt, dass es eine ungesunde, fast schon zwanghafte Beziehung, also Obsession wird es hier genannt, mit P-Werten gibt in der Wissenschaft und dass diese Obsession die Wissenschaft ruiniert. Worauf beziehen Sie sich hier? Sie haben eine Meta-Analyse hier dargestellt, die über 400.000 Publikationen über einen Zeitraum von 25 Jahren untersucht hat und haben dort Folgendes festgestellt, dass in 96% dieser Studien in irgendeiner Art ein P-Wert, also ein Wert für die statistische Signifikanz, eingesetzt wurde und dass diese P-Werte über die Zeit immer mehr eingesetzt wurden und auch immer signifikanter wurden. Also man wurde immer mehr Wert darauf gelegt, dass die signifikant der Ergebnisse in den Studien präsentiert werden. Und andere Kenngrößen, die es ja auch noch gibt, zum Beispiel Effektstärken oder Konfidenzintervalle, also andere Größen, die auch relevant sind, die wurden viel seltener hier präsentiert. Also einen ganz klaren Fokus hier auf diese P-Werte und hier wird eben von einer Obsession schon fast gesprochen. Und da muss man sich natürlich fragen, warum der Fokus auf diese P-Werte und was heißt dieser P-Wert eigentlich genau? Und ich habe es hier nochmal ganz kurz versucht darzustellen. Also ganz allgemein gesagt und nüchtern besprochen ist ein T-Wert nur ein Wahrscheinlichkeitswert. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein gemessenes Stichprobenergebnis in meiner Studie unter der Annahme, dass die Nullhypothese wahr ist, eben eintreten kann. Und dieser P-Wert sagt aber zum Beispiel nicht aus, wie groß ist ein Effekt oder wie relevant ist ein Effekt oder ist der Effekt replizierbar. Es ist eben nur eine Kenngröße in der Statistik und er reicht in der Regel eben nicht aus, um ein Kriterium zu sein, wie gut eine Analyse zum Beispiel gewesen ist. Also hier eben ein starker Fokus auf diese eine Kenngröße. Und warum das zu einem Problem werden kann,
Wenn man sich nur auf diesen P-Wert fokussiert, möchte ich mal ein Beispiel von der Legende vom Storch, der die Kinder bringt, ein bisschen illustrieren. Und zwar, ich denke, die Legende ist Ihnen allen irgendwie bekannt. Das ist auf offensichtlicher Weise erstmal Unsinn, aber es ist eben eine Sache, die immer wieder auftritt und erwähnt wird. Und die Frage, die wir uns natürlich stellen könnten, kann man diese Legende auch vielleicht wissenschaftlich fundiert irgendwie untersuchen und irgendwie einen Grund dafür finden, zu sagen, nee, das ist eben Blödsinn, Unsinn. Wie können wir das denn untersuchen? Und das müssen wir gar nicht mehr selber durchführen, denn da gibt es nämlich so einen schönen Artikel von dem Herrn Robert Matthews. Der hat nämlich folgenden Artikel veröffentlicht mit dem Titel Der Storch bringt die Babys zur Welt und hat hier auch gleich wieder diesen Signifikanzwert P angegeben von P gleich 0,008. Nochmal als Hinweis, das Signifikanzniveau, was üblicherweise benutzt wird, ist 0,05. Also hier sprechen wir auch wieder von einem signifikanten Effekt. Ja, stehen wir erstmal da und gucken, okay, was heißt das denn jetzt eigentlich? Ist das vielleicht doch wahr? Ist die Legende korrekt? Also ist diese Behauptung, die hier aufgestellt wird, dann doch korrekt, weil der P-Wert ja signifikant geworden ist? Erstmal auch wieder ein ganz klares Nein. Wir müssen uns nämlich angucken, was hat denn der Herr Matthews hier überhaupt genau gemacht? Und zwar hat er Folgendes gemacht. Er hat sich die Anzahl der Storchenpaare in 17 europäischen Ländern angeschaut und die Geburtenrate in diesen 17 Ländern. Die sind hier als diese schwarzen Punkte dargestellt. Hat die hier in das Diagramm gesetzt und hat die in eine Korrelationsanalyse gesetzt. In der Korrelationsanalyse verglichen, ähnlich wie man es auch machen würde, zum Beispiel bei dem Zusammenhang, der zwischen Rauchen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vielleicht entstehen könnte, wurde das hier ähnlich analysiert. Und da sehen wir, aha, hier gibt es diesen positiven Zusammenhang, diese positive Korrelation offenbar mit dem signifikanten P-Wert. Was machen wir jetzt mit dieser Aussage? Können wir jetzt daraus schließen, dass der Storch die Babys zur Welt bringt? Nein, können wir nicht. Denn hier wird, wie schon eben erwähnt, eine Korrelation, also eine Wechselbeziehung zwischen diesen beiden Variablen dargestellt. Das impliziert aber keine Kausalbeziehung. Das ist keine Ursache-Wirkungsbeziehung. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die hier getroffen werden muss. Und ich möchte das nochmal an einem Beispiel oder an einem Comic nochmal demonstrieren, den ich immer sehr schön finde, um das ein bisschen näher zu bringen. Das ist hier von der Webseite XKCD. Habe ich mit reingesetzt und ich lese es mal kurz vor. Die eine Person sagt: Früher habe ich geglaubt, dass Korrelation gleich Kausalität bedeutet. Dann habe ich einen Statistikkurs belegt. Jetzt denke ich das nicht mehr. Sagt die andere Person, hört sich an, als ob der Kurs geholfen hat. Sagt die erste Person wieder, vielleicht. Und ich finde, dieser Comic bringt zwei Punkte wunderbar zusammen. Zum einen, was die zweite Person hier sagt, nämlich, dass wir sehr schnell dazu neigen, Ursache-Wirkungsbeziehungen herzustellen. Also nur weil die Person hier diesen Kurs besucht hat, geht die andere Person davon aus, dass es eben einen Effekt gehabt haben muss, dass es zusammenhängt, Ursache-Wirkung da stattgefunden hat. Während die erste Person hier ganz klar sagt, vielleicht, es ist eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Es könnte sein, muss aber auch nicht sein. Und diese zweite Person oder diese Person hier mit dem vielleicht beschreibt hier eher den wissenschaftlichen Blick darauf, die wissenschaftliche Denkweise dahinter, wie wir so einen Zusammenhang abbilden sollten. Und das können wir auch noch mal ein bisschen genauer uns anschauen, wenn wir uns eigentlich mal angucken, wie denn hier Korrelations-Kausalitätsverhältnisse im Zusammenhang mit der Statistik dargestellt werden können. Denn wenn wir uns noch mal anschauen, was Statistik eigentlich ist, es wird als sogenannte Hilfswissenschaft beschrieben und allgemein sagt man, dass die Statistik die Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen ist. Und das lässt sich in zwei Aspekte unterteilen. Nämlich einmal kann die Statistik ein Werkzeug sein, eine Methode, um eine Verbindung zwischen empirischen Daten und Theorie herzustellen. Also ein Werkzeugkoffer, den ich greife, wenn ich einen bestimmten Datensatz habe und möchte eine gewisse Analyse durchführen. Das ist wohl nur ein Aspekt der Statistik. Der andere ist, dass es auch eine bestimmte Art der Analyse und Denkweise ist, dass ich unterscheiden kann, zum Beispiel, was ist Kausalzusammenhang, was ist eine Korrelation. Dass ich im Hinblick auf den Erkenntnisgewinn hier auch Informationen auf eine bestimmte Art und Weise lesen und verstehen kann. Und dieser zweite Aspekt wird auch immer mehr unter diesem Begriff der sogenannten Data Literacy oder auch Datenkompetenz zusammengefasst. Auch eine Fähigkeit, die man schulen kann und die mit einem steigenden Methodenwissen über Statistik eben auch besser werden kann. Und das ist eben ein fundamentaler Aspekt des wissenschaftlichen Denkens. Also hier kann Statistik wirklich einen Mehrwert liefern, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt. Und ich möchte das gerne mal ein bisschen genauer illustrieren, wenn wir uns nochmal den Forschungsprozess angucken, nochmal ein bisschen reduziert auf drei Kernfragen. Denn am Anfang jeder Forschungsarbeit steht erstmal die Frage, was möchte ich eigentlich herausfinden? Das ist die Hypothesenbildung, das ist die Fragestellung, die ich habe. Dann ist die Frage, wie kann ich es herausfinden? Also welche Möglichkeiten habe ich denn das Ganze zu untersuchen? Und die Frage, was habe ich am Ende eigentlich herausgefunden? Und alle diese drei Aspekte interagieren miteinander. Das heißt, zwischen der linken Ebene hier,
werden Hypothesen gebildet. Ich kann natürlich nur eine präzise Fragestellung formulieren, wenn ich weiß, wie kann ich das überhaupt untersuchen? Welche Methoden habe ich? Welche Limitierungen haben auch die Methoden, die ich einsetzen kann? Und genauso kann ich nur, wenn ich eine gute Fragestellung habe, mir auch schon raussuchen, welche Methoden sollte ich, welche Verfahren sollte ich eigentlich anwenden, um das nachher zu berechnen. Hier auf der rechten Seite ist es relevant, wie ich die Daten interpretiere. Nur wenn ich weiß, welche Methoden ich einsetze und welche Limitierungen die haben, dann kann ich überhaupt meine Daten korrekt interpretieren. Und ich kann auch meine Daten anschauen und mit meinem Methodenwissen wieder herausfinden, welche Verfahren sind denn jetzt sinnvoll, um meine Fragestellung zu beantworten. Und auch hier auf der Ebene können wir Erklärungen zum Beispiel finden. Über das, was ich herausgefunden habe, kann ich eben meine Hypothesen letztendlich wieder erklären, herausfinden, was habe ich denn eigentlich dort interpretiert, was sagt mir das über meine ursprüngliche Fragestellung. Und ich kann neue Vorhersagen treffen, neue Forschungsfragen bilden aus den Sachen, die ich interpretiert habe. Und an all diesen drei Aspekten, das ist sehr viel, aber überall kann Statistik hier eine Rolle spielen. Einzelner Bestandteil der Statistik, bei den Hypothesen spielt es eine Rolle, wie groß muss meine Stichprobe sein, welchen Fragebogen gestalte, wie viele Personen muss ich denn eigentlich befragen. Das kann ich vorher alles schon ermitteln, wenn ich mich mit Statistik auskenne. Oder wenn ich meine Daten interpretiere, dann muss ich überlegen, wie muss ich denn meine Daten auswählen, welche Verfahren setze ich ein, welche Limitationen haben die und wie kann ich da Zusammenhänge und Unterschiede untersuchen, Korrelation, Kausalität feststellen zum Beispiel. Und genauso ist es hier möglich, dann Nichtwissen zu entdecken. Also die Informationen, über die wir noch nicht wissen, dass wir es nicht wissen, können wir neue Forschungsfragen bilden, wo auch wieder statistisches Wissen eine Rolle spielen kann bei der Interpretation der Daten, die ich habe. Also an allen Orten kann hier Statistik einen Beitrag dazu leiten, das wissenschaftliche Denken zu schulen und eben Zugang dazu auch finden zu können. An diesem Punkt würde ich jetzt gerne noch mal ganz kurz zurückkommen zu dieser Studie mit dem Storch, der die Babys zur Welt bringt. Weil wir haben ja trotzdem noch das Problem, dass wir hier sagen, wir haben hier keinen Kausalzusammenhang, aber diese positive Korrelation bleibt ja trotzdem bestehen. Was machen wir denn jetzt damit? Und mit dem Methodenwissen, was wir zum Beispiel jetzt haben, können wir uns überlegen, aha, möglicherweise haben wir nicht diese Kausalbeziehung zwischen den Storchenpaaren und den Babys, aber vielleicht gibt es eine Drittvariable, eine weitere Größe, die ihren Einfluss ausübt, die dazu führt, dass diese Korrelation hier signifikant wird. Und das hat der Herr Matthews hier auch schon mitgeliefert, denn wenn wir uns die Daten angucken, die er hier aufgetragen hat, neben den Storchenpaaren hat er auch nochmal hier die Anzahl der Menschen aufgelistet und die Fläche der jeweiligen Länder, die untersucht wurden. Und dann sehen wir, wenn wir uns genau angucken, wie hier die Verhältnisse sind, je größer das Land ist, desto mehr Storchenpaare finden wir in den Ländern, desto mehr Menschen leben auch dort. Und mehr Menschen heißt auch wieder eine höhere Geburtenrate. Das heißt, in diesem Fall wäre die Fläche der jeweiligen Länder verantwortlich für den Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen. Also auch da wieder können wir versuchen, über unser Wissen in Statistik mögliche Drittvariablen, mögliche Störfaktoren, Einflussgrößen herauszufinden und können vermeiden, diese Fehlschlüsse zu machen, wie der Storch bringt die Babys. Also hier können wir auch tiefer in die Daten einsteigen und mehr Informationen darüber herausfinden. Ja, an diesem Punkt würde ich einfach noch mal ganz kurz am Ende auf unser Kursangebot im ZFPK verweisen, denn wenn man sich in diesem Bereich weiterbilden möchte, mehr Informationen haben will, mehr über Statistik wissen möchte, dann kann man sich gerne auf unserer Website darüber informieren. Wir bieten da eben verschiedene Kurse an, genau auch zu diesen Themen. Und ich hoffe, dass ich mit diesem kurzen Vortrag Ihnen einen kleinen Einblick darüber geben konnte, wie relevant das statistische Methodenwissen ist, gerade auch für die eigene wissenschaftliche Karriere, auch für das Analysieren von Daten in der empirischen Forschung. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Nachmittag. Machen Sie es gut. Ciao.